Das Ich an sich ist völlig nutzlos. Ja, das Ich ist keine besondere zentrale Errungenschaft in der Erfahrung von einer möglichen Evolution oder einer göttlichen Fügung, wie auch immer das, was hier ist, bezeichnet wird. Ja, dieses Ich ist sozusagen eher das Erlebnis der Getrenntheit von dem, was das Ich ist. Das Ich als separates Wesen fühlt sich getrennt von dem, was es in seiner Ganzheit ist. Und sobald diese Trennung da ist, ist Leiden da. Sobald ich wach wird, ist leider immer dieser Leider da, der leider immer dann leidet, wenn er etwas nicht haben kann, etwas nicht will. Und der Leider ist sich selbst zu viel, nur das Ich leidet unter dem Ich und es kann sich selber nicht abschaffen. Und es kann sich selber nicht begreifen. Was ist das Ich? Das würde ich auch gern mal wissen. Ich. Jeder hat ein Ich, der ich sagen kann. Doch wer ist der wirklich, der ein Ich hat? Wer steckt hinter der Maske der Persona, hinter dem vorgespielten Ich bin wer sein? Der, der das wissen will. Wer ist es, der es wissen will? Oder ist es völlig bedeutungslos? Denn die Masken tanzen, die Puppen tanzen, so wie sie tanzen, sie spielen sich selbst, ohne je wissen zu müssen, wer sie sind, damit sie so gespielt werden können, wie sie auftauchen. Alles Kopfkram. Im Kopf fängt es an. Da suche ich mich als erstes. Doch ist im Ich ein Kopf drin? Wo bin ich lokalisiert? Ich im Kopf? Ich im Bauch? Ich im Herz? Was soll das sein, das Ich? Ein Gefühl von, ich bin der, der ich bin? Ein Gefühl von Existenz? Und? Bevor dieser hier geboren wurde, war es dann schon da, dieses Gefühl von Existenz? Oder war da alles jenseits von Existenz und Nicht-Existenz? Und wenn dieser hier sterben wird, na, wart's doch ab. Wirst schon sehen, ob dann noch ein Gefühl von Existenz da ist oder eine Angst vor einer Nicht-Existenz. Es ist doch alles nur hohles Gerede. Hohl, hohl, hohl. Das hohle Ich versucht sich selbst zu durchdringen und findet nur Hohlräume, in die es vordringen will. Immer tiefer hinein, sich selbst durchsuchend, auf der Reise der Selbsterkenntnis, tiefer, tiefer hinein in die Selbstergründung. Wer bin ich? Wer bin ich? Noch immer kein Ich gefunden, die Reise geht weiter. Und das scheinbare Ich, das ist immer auf der Flucht, immer, 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 immer ist es weg, sobald ich danach suche. Ja, wer sucht denn danach? Ja, ich. Und was ist wieder dieses Ich, das danach sucht? Ich drehe mich im Kreis. Welches Ich dreht sich im Kreis? Wo hat der Kreis begonnen? Der Kreis fängt nie an, hört nie auf. Oh. Auch nur ein bisschen.
Bla.